So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge Fallout 3. So, letztens sind wir hier am schönen Aussichtspunkt stehen geblieben. Was müssen wir jetzt machen? Kurz mal schnell nachlunzen. Aufgaben: Blutverwandtschaft, Galaxy News Radio finden. Okay. Und der dritte in seine Fußstapfen. Lukas Botschaft übermitteln. Alles klar, Herr Flammt. Auf die Karte. Ich würde mal behaupten, dass ich raus muss, oder? Das wäre vielleicht möglich. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht, oder Leute? Ja? Ich bin der Sektner Führer. Hallo. Willst du wohl kaufen oder so? Im Ernst? Hallo. Und was soll damit bitte geschehen? Suchen Sie den Bürgermeister oder den Sheriff. Also ich hoffe, dass das unter die Markierung ist, wo wir hin müssen. Nicht, dass wir den Weg umsonst laufen. Das wäre nämlich nicht gerade klug. Willkommen in. Wow, geil. Da liegt schon ein totes Vieh. Und kommen in Megatron. Okay, wo lang müssen wir? Wir haben da zwei Markierungen. Mal auf die Karte schauen. Okay, was ist das für eine Markierung? Eine ist da und eine ist da drüben, Weltkarte. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe als allererstes in diese Markierung. Kann man da? Ich lauf da jetzt hin. Was wollen Sie, die Markierung verschieben oder löschen lassen? Okay, dann laufen wir mal los, Freunde. Also bis jetzt ist das Spiel noch relativ ruhig gewesen. Und ich hoffe, das bleibt auch so ruhig. Da ist der beschissene Radio. Das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Sorry. Nicht zu vergessen. Nein. Oh, scheiße. Das war keine gute Idee. Das war nicht gerade die klugste Idee, die ich hatte. Er verfolgt uns, oder? Na klar, verfolgt uns. Such den mal. Okay, er geht. Er geht down. Ich dachte schon, er zerstört uns jetzt. Okay, irgendwas hier, oder? Ein Schrank. Nichts drinnen. Beenden, Kumpel. Achso. Ich bin in der schwulen Konsole. Heißt ein Kühlschrank. Alles nehmen. Nehmen wir mit. Gönnen wir uns mal. Okay, was ist das für eine schwule Markierung, verdammt? Lokale Karte. Die Markierung können wir entfernen. Das ist meine gewesen, oder? Kleine Range. Eingang zu Vault 101. Okay, dann markieren wir uns mal dieses Ding da und gehen. Okay, da hoch. Na dann. Gehen wir mal da hoch. Also ich hab's geschnallt, wenn ich auf die Missionen fahre, dann kriege ich sofort den Wegpunkt angezeigt. Wusste ich nicht, habe ich wieder was dazugelernt. Okay, eigentlich müsste ich jetzt von Fallout 4 wissen, aber wisst ja. Menschlichkeit und so, man kann mal was vergessen. Okay, da oben ist eine. Das wäre eine Autobrücke. Autobahn. Autobahnbridge. Okay, kann er nicht ein bisschen schneller laufen? Ne, hat er nicht drauf. Okay, es wird langsam auch Nacht. Da ist es schon Nacht, beim Mond zu sehen ist, keine Ahnung. Oh, ein Gegner. Da vorne ist was und ich will dem nicht begegnen, weil ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich
würde sagen, wir behalten uns die Munition ein bisschen auf und vergeuden sie nicht wie bei dem. Was hast du jetzt gemacht? Ich würde sagen, wir behalten uns die Munition und verschwenden sie nicht wie beim Radio eben. Aber. Okay, was ist denn? Das interessiert mich jetzt. Willkommen zum Vault-Deck Assistent Targeting System, dem Vault-Deck unterstützten Zielsystem von VATS. Maus 1 Ziel angreifen, Maus 2 Ziel abbrechen. Aktion abbrechen. Okay, schließen. Ah, alles klar. Alles klar. Vielleicht mach ich das jetzt zurück. Ich hab's geschnallt, wenn ich drauf bleib. Oder nur kurz drücken, oder? Ah, kurz drücken, alles klar. Dann schön war das im. Okay, was ist da unten? Mal kurz nachschauen. Sieht irgendwie aus wie ein Flugzeug. Oder? Was ist denn das? Ein Turm? Keine Ahnung. Ja, ist egal. Okay, da vorne haben wir zwei Markierungen. Was bedeuten die? Okay, das VATS zeigt nichts an. Schon mal ein gutes Zeichen, Freunde. Oh, das ist Radioaktivität. Da müssen wir schon mal außen rumlaufen. Okay, ich muss nachher mal schauen, ob ich irgendwelche Rüstung habe, die ich anziehen kann. Das haben wir noch nicht gemacht. Hat meine ich schon genug Zeit dafür, aber. Ich habe es noch nicht für wichtig befunden, das zu unternehmen. So, wir kommen in ein Städtchen, oder? Ein Dörfchen. Was ist das? Ne, das ist die Brücke. Okay, das VATS zeigt nichts an. Oh, das zeigt was an, verdammte Scheiße. Mann. Was ich für ein Ziel habe, bin Affe am Scheißen. Genial, okay, da vorne sind drei Gegner. Vorne sind mal. So, da ist mal ein Gegner da oben. Den Kopf schießen, das bringt eigentlich gar nichts. 6%, das bringt nichts. Wir verstecken uns mal. Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schleichen uns daran und. Jetzt wirst du in Stücke gerissen! Ja, ich hab keine Munition mehr. Scheiße, was ist denn das für ein bisschen? Nein, lass mich. Stats. Nee, Daten. Verdammte Scheiße, ich komme gerade nicht klar da. Vespa-Schläger, Munition, Luftgewehr, Polizeiknüppel, Splittergranate. Ja, komm jetzt! Okay, ich würde sagen, ich hau mal ab, weil die machen mich gleich tot. Ich höre einfach mal ab. Und es kommt ein Hündchen, ja klar. Süßes Hündchen, lass mich in Frieden. Such dir was anderes zum Kauen und nicht mich. Fuck it, man. Wo ist er? Kommt gleich irgendwo. Okay, sie sind weg. Sehr schön, ich gehe jetzt. Was? Raider, wo? Ja, die verfolgen mich, sind die behindert. Haben die Vogel? Achso, das sind. Da waren Raider, ne, verdammte Scheiße, da kommt noch was. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ist das gut oder böser, Junge? Das ist ein Raider, ein böses Jungchen. Ein Raider Dussi, Alter, geil. Lass dich knatter, Frau. Ja, ich laufe einfach mal weg. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal weg, weil ohne Munition ist das nicht wirklich. Okay, die haben auch nur Baseballschläger. Sie sollen was riskieren, Freunde. Die riskieren es einfach mal. Oh, wenn das nicht ein aggressives Kerlchen ist! Ja, komm schon, komm. Ein Raider ist tot.
Gorilla Susi ist auch tot. Geh schnell looten, den Arsch. Okay, der hat nichts Gescheites dabei. Nicht richtig super tolles, aber ist ja egal. Okay, da hinten gehen wir nicht mehr hin, ohne Munition und ohne eine gescheite Waffe. Okay. Wir sind auf dem guten Weg. Wieso bin ich eigentlich hinten so komisch gelaufen? Das hätte ich mir natürlich sparen können, die ganze Munition. Wenn ich einfach einen Bogen rundherum gemacht hätte, oder? Okay, was haben wir denn da? Ein paar schöne Kühe. Lecker Rindfleisch. Nichts drinnen. Okay. Komm schon, bist du behindert. Okay, er kann nicht so hoch hüpfen, er ist. Bisschen retardet, Freunde. Was ist das? Hallo. Ich hab Angst. Welcome, sir or madam, to Crazy Wolfgang's Traveling Junk Store. The Depot of Detritus, the Shop of Slop, and the Caravan of Crap. Now, what odds and ends can I, the craziest of all possible Wolfgangs, offer to you? Ja, was kann uns denn anbieten? Ich würde gerne etwas über die Handelswaren hören. Ich bin hier, weil ich etwas kaufen will. Kaufen. Nothing but the highest quality leftovers, junk, and crap. Okay, das sind die Ram Rocketwerfer. Was kosten die? Wie viel haben wir? Wir haben 280. Die drei kaufen wir mal. Spielkugeln, 1100. Elektrischer Leiter, den können wir vielleicht gebrauchen. Und was verkaufen wir ihm? Wir werden immer irgendwas verkaufen können. Wodka. Brauchst du Wodka? Gibst du. Ja, wir verkaufen ihm nichts, weil... Akzeptieren. Give me a shout if you need anything else. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns sicher unterwegs. Ja, keine Ahnung, warum der jetzt schon wieder Deutsch redet und dann mit Englisch und wieder Deutsch und Englisch. Leute, fragt mich nicht, ich habe das Problem nicht rausgefunden. Aber it's Wayne. Wir brauchen ganz dringend Munition. Ich könnte mal ein Stimpack nehmen, oder? Kleidung, Hilfe. Medics. Hat uns das jetzt was gebracht? Wow, fuck it, man. Hang on, you're not one of them. I nearly blasted you in two. Get over here before they spot you. Oh, fick dich, Mann, du bist behindert. Now what the hell are you doing all the way out here? Ich habe hier diesen Brief für die Familie Weiss. Ich dachte, sagen Sie denn, wer ich bin? Ich bin auf der Rückreise. Wenn Sie das nächste Mal mich schießen, dann besser nicht daneben. That's great, but I got bigger problems than being the town post office right now. The shit's about to hit the fan in this cesspool, and I don't think I can stop them. Okay, was für Probleme? Well, at first they do their typical gang bullshit. You know, break stuff and make lots of noise. But they always kept their distance. But this last time, they went too far. They killed all of our Brahmin. I mean, that's our lifeblood out here, you know. Interessant. Warum wählen Sie sich nicht schon mal von ihnen umgelegt? Was sind Sie, ein Waschlappen oder? Warum wehren Sie sich nicht? Yeah, sure. I'll just go and take all of them out by myself. What are you, crazy? As soon as they roll into town, I lock my doors just like everyone. Ja, okay. Dann anscheinend haben Sie schlechte Karten. Sie sind auf sich allein gestellt. Fine. That's what I've come to expect from strangers. Achso, warte mal, wir könnten. Sorry, warte, Kumpel. You again. Sieh schon wieder was. Wollen Sie denn dieses Mal? Ich freue mich. Wenn ich Ihnen helfen kann, was brauchen Sie, my eyes off the ramp here. There's no telling when the family will return. Can you do me a favor and check on the other people's houses here? You know, make sure they're doing okay?
Speak with Davis West, Karen Shenzi, and Ken Ewers. Okay, ich habe eine Nachricht für die Familie West von ihrer Tochter, bla 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 bla. Wo kann ich die Familie wohl finden? Können Sie mir mehr von ihnen? I think they live somewhere east or northeast of here. Problem is, they always travel in the dark, so I can't see exactly where they go. There's all kinds of places they could be hiding, like Hamilton's Hideaway, the old Moonbeam Cinema, or Northwest Seneca Metro Station. Okay, dann, ich muss jetzt Vorsicht, gehen. Ja, ich habe einen lockeren Abzug, Finger. Mir ist auch was locker, aber sparen wir uns das. Is this the mailman? Oh, I do hope my fall catalog has arrived. Ist egal, klar, ich hab den Herbstkatalog. Was soll das gerade? Even King schickt mich. Oh, Evan, he's such a gentleman. Please, do come inside. Okay, wir kommen rein. What the hell are you doing in here? Get the fuck out. Ihre Frau hat mich reingelassen, wenn ich irgendeinen Katalog. Oh, for the love of. Look, she's dumber than a bag of hammers, okay? If you want to talk to anyone, you need to talk to me. So what the fuck do you want? Okay, even King sagt, ich sollte nachsehen, ob hier alles okay ist. We're great. Just peachy. I love sitting in my house with my thumb up my ass. Tell Mr. King that sitting here all day isn't going to make us any safer. We need to take action. Okay. Was halten Sie von even King? Können Sie mir mehr von den neuen Ereignissen erzählen? Na, was halten Sie von der Familie? Ich muss jetzt gehen. Ja, gut, aber nicht verschwinden Sie. Sind Sie nicht. Oh, das ist aber ein. Das ist aber. You must be exhausted from all that walking in this horrible heat. Oh, and hungry too. Sit, please. Braley Ewers is the name. Don't mind my husband Kenneth. He woke up on the wrong side of the bed this morning. Oh, he's such a dear. I must remember to make more of those preserves he loves so much. Okay, ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ja, ciao. Bis bald. Schön, dass du auch Deutsch reden kannst. Okay, das Haus hätten wir. Dann fehlt nur noch zwei, oder? Zwei? An der Tür klopfen. Yes. Who is it? Eben ging er mich geschickt. Darf ich reinkommen? Oh, well, it's about damn time he did something. Come on in, I'll unlock the door. Okay. Schließ auf die Scheiße, ich komm rein. It's nice to see a friendly new face around here. It's been a long time. The name's Karen Shenzi. Im King sagt mir, ich sollte nachsehen, ob hier alles okay ist. Scared out of my mind. I'm glad he's checking on us, but until someone nips the problem in the bud, we may as well stay inside forever. Okay, na, ich will nichts wissen. Halten Sie von der Familie, nämlich eigentlich klar. Ich muss gehen. Gehen Sie. Tschüss. Okay, dann fehlt nur noch einer, oder? Das Wohnhaus der West überprüfen, okay. Sehr schön. Das dürfte dann eins von den beiden sein, oder? Das machen wir später auf. Die Leiche von West haben Bissmund am Hals, die bis zum Knochen tief sind, okay. Da kann ich die looten, verdammte Scheiße. Was? Die Leiche liefert keine weiteren Hinweise auf das Vorgefallene. Okay, dann. Braucht ihr das Zeug wahrscheinlich eh nicht mehr. Glas gut nehmen, das nehmen, alles nehmen. Alles mitnehmen. Müll. Okay, alles nehmen. Wieso sind da zwei Leichen? Das verstehe ich gerade nicht. Stockbett schlafen? Nee. Mal kurz hinrum schauen, was da alles Schönes ist. Nichts, okay. Dann würde ich sagen, wir klopfen mal an West Street, oder? West Line. Gut, eine Niedrigfähigkeit von 50 benötigt. Okay, kann ich da meine Stats irgendwie erhöhen? Stats. Special. Haben wir irgendwelche Punkte zu vergeben? Wo sehe ich das? Keine Ahnung.
Fertigkeiten. Status. Extras. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich meine Stats verteilen kann, aber hey, scheiß drauf. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zu dem alten Kavalier und erzähl ihm die gute Neuigkeit, dass da zwei Leichen in seiner Bude liegen. Hey, aufpassen, wo das Ding hinschwingt, klar? Ich war 10 Meter weg, bist behindert da, siehst du das? Hui! So, jetzt. What did they tell you? Everyone okay? The family must have gotten to them in the last attack. Sons of bitches. Damn it! If only we had more men, we could stand up to them. I'm sick of them terrorizing this town. Wait a minute. When you searched the West's place, did you find their son Ian's body? Und ich habe nur die Leiche von den Eltern gefunden. This has to be the work of the family. I've caught that weirdo leader of theirs talking to Ian down by the river. Look, I know I've asked a lot of you already, but you have to find that kid. He deserves better than all this. Okay, kann ich sagen, eben, ich finde schon heraus, was mit den West passiert ist. Was die Familie finden, erfüllt Even King Bericht erstatten. Thanks, kid. You're all right. Ich habe eine Nachricht für die Familie West von ihrer Tochter. I can't take that. You're just going to have to bring... Okay, er kann es nicht annehmen. Die West hat ein Biss unterm Hals. Kommt ihnen das bekannt vor? Bite marks on their necks. That's the strangest thing I've ever heard. The family must have attack dogs with them or something. Oh, this is all I needed right now. What am I going to do? They'll keep coming back until all of us are dead. Okay, das ist sehr schön. Erzählen Sie mir vorhin, nein. Ich muss jetzt gehen. Wenn ich die Familie das nächste Mal sehe, wird sie für alles büßen. Okay, dann, was haben wir jetzt für Aufgaben? Galaxy News Radio finden und Familie finden, Lucas Botschaft übermitteln. Okay, was ist das nächste, was wir... Okay, das wäre da und... Ich würde sagen, das machen wir, oder? Da geht es ziemlich weit runter, ja, sehr schön. So, dann versuchen wir mal, uns bis zur nächsten Aufgabe fortzubewegen, ohne dass wir auf irgendwelche Gegner treffen, weil allein mit dem Baseballschläger bewaffnet könnte das ein bisschen blöd ausgehen, sag ich mal. Wie weit ist denn das entfernt? Kann man da irgendwie hinreißen? Okay, wir könnten hier hinreißen. Springvale reisen und dann weiterlaufen. Mate X hat nachgelassen. Alles klar. Was ist das? Nuka-Cola stand. Okay, er sieht, boah, wie das, wie er richtig bescheuert aussieht, oder Freunde? Okay, da kommen wir nicht hoch, oder? Doch, wir kommen hoch. Ja, jetzt aber. Aber da will ich auch hoch, komm schon. Lauf. Okay, was haben wir da? Captain Coast irgendwas. Captain Cosmos. Da war irgendwo ein Vieh. Da ist das Vieh. Okay, wir sollten es besser in Frieden lassen. Solange es uns nicht angreift, werde ich es auch nicht angreifen.
Das klingt eigentlich relativ vernünftig, Freunde, oder? Ich habe gesagt, die Zeit 25 Minuten. Ja, geht noch ein bisschen was. Da würde ich sagen, geht ja noch ein bisschen was. Da ist ein Haus, das suchen wir gleich. Zündflamme. Okay, was liegt denn da Schönes? Bücher. Stange Zigaretten, geil. Ja, wir sind zu krass beladen. Hilfe! Diese Bombe geht gleich hoch! Mann, beschissener Kabel, welche Bombe? Warte gut. Alter! Warte gerade mal eine Minute. Ich muss mich kurz ein bisschen erleichtern. Altmetall. Baseball. Leichtdosen.